Ich nenne es Armaflex Smart Repair. Ja, ich bin auf die Kommentare unter dem Video gespannt. So macht jeder so seinen Weg. Fertig. Glück gehabt. Und du isst schon wieder. Haben wir schon gefunden. Ein neuer Tag. Wir haben Bremsenreiniger und Tücher in der Hand. Ihr dürft dreimal raten, um was es geht. Wir fangen an, ja, die Seiten zu dämmen, wo wir jetzt schon rankommen, wo noch keine Fenster reinkommen oder irgendwelche Durchlässe. Das ist so hinter der Dusche, können wir schon machen, bis oben hin. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ist nichts Weltbewegendes. Ihr habt es im anderen Video vielleicht schon gesehen. Mit einem Brotmesser lässt sich das super schneiden, anstatt mit dem Cutter. Ja, und ansonsten genießt die Timelapse und verflucht das Armaflex. Wir tun's jedenfalls. Wir tun's jetzt schon. Bis dann. Ja, wie in vielen Videos habt ihr bestimmt schon gesehen, es ist einfach ein Fitzelchen schon abzumachen von der Folie. Dann kann man die ansetzen, richtig reindrücken und dann kann man die hier hinpacken und oben den Schnipsel rausziehen und währenddessen den dann ankleben. So, das ist ja richtig schön. Passgenau dann ist. Dann kann man, während man es rauszieht, auch gleich andrücken, dass keine Luft hinter ist und das richtig schön platziert wird. Ja, tolle Arbeit. Aber das Ergebnis lohnt sich. Oh, die ersten Ergebnisse sehen, finde ich, ganz gut aus. Hier werden wir gleich noch so weitermachen, irgendwann, wenn wir die Kabel durchgezogen haben, dass wir hier noch mal was reinklemmen und dann hier um die Ecke kleben. So, sieht ganz cool aus. Hier muss man ein bisschen stückeln, weil hier so eine scharfe Kante bis reingegangen ist. Geil. Ja, und jetzt haben wir hier was entdeckt. Hier quillt so ein bisschen was raus. Und sowas schneiden wir dann einfach mal mit dem Cutter hier raus. Ein bisschen Dichtmasse, damit wir das ein bisschen flacher kriegen. Weiter geht's. Eine Packung 6 Quadratmeter haben wir jetzt verbaut. Ist eigentlich so ganz gut. Man arbeitet so vor sich hin. Abmessen, abschneiden, ankleben. Jo. Gut. So, wir dämmen gerade Armaflex in diesen Bereich hinten. Im Netz wird ja viel darüber diskutiert, wenn Wasser hier eindringt, läuft es runter und geht in die Plastiknupsels rein und läuft dann quasi hier runter unter das Armaflex und ja, sammelt sich hier und beschädigt dann die Löcher. Daher gehen viele Leute den Weg, die machen das Plastik ab und kleben die Nupsels mit Sikaflex wieder ein. Ich bin nicht so ein Freund davon, weil du kriegst es einfach nicht mehr ab. Wenn du später das schwarze Plastik draußen abhaben möchtest, dann brechen dir die Halterung raus. So, da war doch glatt der Akku alle. Gut, also wenn es mit Sikaflex hier angeklebt ist, dann kriegt man das überhaupt gar nicht mehr ab. Wenn man das schwarze abzieht, brechen dir die Halterung weg und darauf habe ich keine Lust. Deswegen werde ich dem Wasser eine Chance geben, hier eintreten zu können und unten geregelt abzulaufen. Wir haben das auf der anderen Seite schon mal gemacht. Sieht dann so aus, wir haben hier einfach Ablaufrinnen geschaffen, die wir jetzt nochmal mit Hohlraumkonservierung auswachsen werden und dann oben drüber nochmal eine 6 mm Schicht kleben. So hat das Wasser die Möglichkeit, wenn es eintritt, hier kontrolliert runterzulaufen und dann durch den Ausguss. Ja, ich bin auf die Kommentare unter dem Video gespannt. So macht jeder so seinen Weg. Und du isst schon wieder. Nüsse gefunden.
So, dann haben wir das auch noch mal abgedichtet und nun können sie sich da drüben austoben. Ja, mal gucken, was ihr davon haltet und mal gucken, wann der erste Rost zuschlägt. So, wir sind jetzt einmal rum. Die Wände haben wir jetzt alle fertig, wo keine Fenster oder so hinkommen. Das heißt erstmal nur so das Grobe. Jetzt kommen noch die Radkästen. Jetzt kommen noch die Radkästen und dann über der Tür und vorne die Haube über den Fahrern, Beifahrern. Aber erstmal cool. Hat heute schon wieder 3 Stunden gedauert. Insgesamt haben wir gestern und heute, ne? Mhm. Genau, dann haben wir gestern 6 Stunden, heute 3 Stunden. Also lass das bummelig 10 Stunden sein, dass es erstmal vom Armaflex so aussieht. Jo. Weiter geht's. Bei den großen Flächen an den Wänden habe ich kein Alubetül runtergemacht. Es schwingt ein bisschen, aber an der Seite, was soll da schwingen? Da kommt kein Regen, kein Hagel, nichts dran, mehr oder weniger. Das ist beim Dach schon anders, da kommt auf jeden Fall Alubetül hin. Und bei den Türen, da wollen wir uns Alubetül machen, weil es sich einfach besser anhört, wenn man nicht zumacht. Ja. Hier oben kleben wir was hin, hier kleben wir was hin, unten kleben wir was hin und auf das Alubetül dann noch das Armaflex zusätzlich. Weil man merkt schon, bei riesengroßen Flächen, es schwingt halt doch noch ein bisschen mehr nach als mit Alubetül. Aber gut, das ist auch wieder eine Wissenschaft für sich. Road and Board hat mal ein Vergleichsvideo gemacht. Ich verlinke das mal hier oben. Mal gucken, ob es funktioniert. Ansonsten fangen wir mal jetzt an mit Alubutyl. So, was habe ich gerade gelesen? Wusstet, hier. Handschuhe anziehen, weil Aluminium, also das ist richtiges Aluminium, das schneidet euch die Finger in 0, nichts durch. Oh ja. Safety first. Ja. Safety first. I'm safe. Hm. Oh je, Folien über Folien. Genau. So, lass mal gucken hier. Da ist es. Die schwarze Schicht. Ja, mal gucken, wie sie es schneiden lässt. Ich habe es auch noch nie geschnitten. Aber gucke ich mir jetzt mal an. Das ist wie so eine Moorpackung, wa? Ja. Wir sind hier beim Wellon Track Wellnessurlaub. Die Moorpackung von der Rolle. Damit wickel ich dich gleich ein hier. Oh ja. Man gleich dieses Waxing mitmachen, ne? Ja. Okay. Wenn das erstmal klebt, da kannst du nicht mehr rocken, ne? Nee, aber zumindest sollte man das wie ein Aufkleber so ausstreichen, während man das aufträgt. Und hier mache ich jetzt eigentlich nur die Kanten gerade, damit das Armaflex nachher nicht so eine riesige Kante drauf hat. So, hier auf der Fahrerseite die Tür haben wir jetzt mal fertig gemacht. Ich sag mal, wir haben eine ganze Rolle, deswegen haben wir es ein bisschen mehr gemacht. Man sollte ja nur irgendwie 40% ist irgendwie ausreichend. Ich fand es quadratisch praktisch gut. Und wenn man die jetzt zumacht, dann hört man schon, dass es nicht mehr so nachhallt. Hoffentlich kommt es so rüber mit der Kamera. Dieses Metallische fehlt. Das ist einfach wie eine schwere Tür. Ja, ist schon ganz geil. Ja, jetzt kommt da noch Armaflex drauf. Und dann haben wir schon die Tür gedämmt. Oh mein Gott. Pfeffer, ne? Was sonst? Moin! So, da wir uns jetzt doch umentschieden haben, bei dem Schlafen am Schlafplatz keine Fenster reinzumachen, weil der Innenrahmen ja auch so weit reinkommen würde, müssen wir jetzt doch die Holme rausnehmen. Natürlich im Nachhinein.
Das war genau eine Nacht zu wenig, wo man das im Schlaf hätte alles neu durchplanen können. Also geht mir jedenfalls so. Bei mir passiert ganz viel im Schlaf, wenn ich nachts irgendwie aufwache und nicht schlafen kann. So, hier ist nur so ein weiches Zeug, das kann man so wunderbar wegschneiden. Dann haben wir die Seite hier schon mal und die gleiche andere Seite. So, die Kante ist schön. Dann setzen wir jetzt hier gleich ein richtig schön gerades Stück wieder ein. Ach, da ist auch nur so ein Schmierkranz drunter. Ah ja, ich sehe schon. Da sieht man's. Und? Jetzt hat Svenny mit den Füßen hochplatz. Wunderbar, das sieht dann ungefähr so aus. Ich nenne es Armaflex Smart Repair. Definierte Breite ausgeschnitten, vorher angepasst, Klebereste so gut es geht entfernt, damit die gleiche Höhe erreicht werden kann. Und dann hoffen, dass sich das Stück so verhält, wie man das möchte. Na. Auch sehr gut. Ich sag mal, ich bin zufrieden. Man kann jetzt hier schön rübergefilzt werden nochmal. So, andere Seite ist auch ganz geil geworden. Sollte später nicht so doll zu sehen sein. Ja, cool. Glück gehabt. So, wir sind der Freund der Schablonen. Christina hat eine Schablone gebastelt und ratet mal wofür. Genau, für die Radkästen. Beim Ducato Jumper Boxer ist es so, leider sind die hier ein bisschen winklig, so schief. Und somit ergibt sich hier nicht eine Gerade, sondern wenn man das hochmacht, hier so ein Halbkreis. Das ist bei VW, glaube ich, ein bisschen anders. Deswegen haben wir uns hier jetzt mal eine Schablone gemacht und gucken wir mal, ob wir das damit ein bisschen besser hinbekommen. Ausgeschnitten. Ja, hier kann man noch ein bisschen ziehen, aber ich denke, damit kann man arbeiten. Und hier vorne können wir dann mit einem neuen Stück hier vorne anknüppern und dann nochmal die Naht machen. Das ist cool, dann sind das nur zwei Stücken. Super, gut gemacht. Danke. Geilomat. So, hier muss man ein bisschen aufpassen. Perfektomente, ey. Geilomat, finde ich ja geil. Und gleich schon viel wärmer. Ja, man kann es immer noch so ein bisschen bearbeiten, wenn man so ein paar Ecken hat. Man kann es bestimmt auch auf 50 cm kriegt man bestimmt noch mal einen halben Zentimeter raus, so ein bisschen mit dem Ziehen, wenn man sich verschnitten haben sollte. Abpausen! Naja, so ähnlich. Ist das schön. Die Sonne meinst du? Oder ja. ich? Erste Sahne! Kann man schön in Form bringen, ne? Ja, 1A. Genau. Super. Sehr schön. Super, wa? Also ich bin zufrieden. Ich auch. Mit deiner Leistung. Na, wir haben ein neues Problem. Jesus. Fertig. Scheiß Dämmung. Sieht gut aus, da kommt ein Vorhang vor. Wir haben die Dreiecke an den Seiten noch. Die ziehen wir wieder so ein bisschen um die Ecken rum. Ich ahne, dass es doch richtig rum war, weil es hier so schmal ist. Es war dann doch 5 cm zu lang, weil da noch das Kabel von der Antenne ist und es sich genau in die Schlaufe reingelegt hat. Also es hätte gar keine Chance, so tief zu kommen. Da ist er. Genau, super. Gut, ich mach dann mal weiter ohne euch.
So ist es schwarz, ist es gut. Wenn man nichts erkennt, ist überall Armaflex. Das ist eine Rechnung und das ist eine Pappe. Cool. So, Feierabend. Das war unsere Osterarbeiterei. Ja, wir haben hier so einiges geschafft. Ihr habt gesehen, die Lattenroste haben wir drin. Wir haben die Dämmung einmal komplett durchgemacht. Zumindest die dicken Stücke, die 19 mm. Die Holme haben wir jetzt alle noch offen gelassen, weil die Leitungen müssen noch verlegt werden. Jo, wir haben jetzt noch Alubutyl geklebt, eine halbe Packung waren 4 Kilo, so 4,5 Kilo. Armaflex sind wir jetzt bei Rolle 5 gelandet, inklusive Boden. Einmal können wir noch. Eine haben wir noch, genau, für die Holme. Das Dach muss ja auch noch gemacht werden. Ja, und das war's. Ich würde sagen, wir beenden hier so das nächste Ausbauvideo. Pfingsten kommt ja bald. Pfingsten kommt ja bald, genau. Dann geht's weiter. Ich hoffe schon vorher. Ja, dann haut rein und viel Spaß, ne? Tschüss. Achso, ja, die Couch haben wir auch noch gemacht, aber da sind dann nur ein paar Schrauben hier anschrauben. 225 Kilo Schwerlastauszüge. Muss schon sein.